Ja, herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Wie ihr seht, gibt es heute wieder Böller. Und zwar Böller mit Vorbrenner. Wir haben ja einmal hier Bella Bomba von Blackbox. Dann haben wir hier die XP3 mit Schwarzpulver. Dann haben wir hier Color Thunder von Pyrotrade. Color Thunder Black Edition von Pyrotrade. Und hier die Pyroland Super Color Musklet Faller. Einmal in Rot und einmal in Gelb. Also ich würde sagen, ich fange mal an, den Pyroland gleich mal zwei Stück. Oder erstmal einen in Gelb und dann einen Rot noch dazu. So, jetzt einen noch in Gelb und in Rot. Kann man durchaus zünden, deswegen gleich noch ein in Rot. Der wollte nicht. Deswegen machen wir weiter mit dem Color Thunder Black Edition von Pyrotrade. Erst ein und dann wieder zwei Stück. Muss ich echt sagen, richtig schöner und vergleichsmäßiger langer Vorbrenner und ein schöner Knall. Weiter geht's mit dem Bella Bomba von Blackbox. Muss ich echt sagen, überraschend stark. Kann man echt nicht glauben für nur reine Schwarzpulverböller. Und weil die so gut waren, gleich mal noch einen hinterher. Und die letzten hier in unserem Test, und zwar XP3 von Xplode. XP3, nicht zu vergleichen mit den polnischen Varianten mit Blitzknallsatz, das sind hier welche mit Schwarzpulver. Ja, waren jetzt... Ja, fand ich jetzt wirklich, ja, das waren jetzt mit Abstand die schlechtesten. Ja, jetzt ein kleines Fazit noch von mir. Platz 1 fand ich die Bella Bomba von Blackbox. Platz 2 bekommen die Color Thunder Black Edition von Pyrotrade, danach kommen die Pyroland-Teile und leider als Schlusslicht der XP3 von Xplode. Und am Ende des Videos, ihr seht, die Reste werden quasi hier vernichtet in Böllerkreisen. Einmal XP3 Böllerkreis, Blackbox, La Bomba hätte ich beinahe gesagt, Bella Bomba und einmal die Pyrotrade Black Edition. Schön laut, muss ich sagen, echt für diese Schwarzpulverteile.